Nicht wundern, wenn ihr auf die Zeit unten guckt, denn ja, die Folge ist heute ein bisschen kürzer. Hat den Grund, dass ich aktuell sehr viel im Stress bin. Leider, leider. An alle, die den Podcast gesehen haben, die wissen, dass ich ja den Führerschein gerade mache. Ich bin fast fertig, zumindest gestern hatte ich theoretische Prüfung, wo der Podcast rauskam. Ich habe die ganze Zeit mich angeschissen bis zum geht nicht mehr, weil ich nicht wusste, ob ich durchgekommen bin oder nicht. Und dann kam endlich die Meldung, ja, ich bin durch mit dem theoretischen Teil. Gut, und am Montag direkt die praktische. Und ich bin aktuell so verdammt nochmal viel am Üben bis zum geht nicht mehr, weil ich nicht weiß, was dieses Arsch vom Prüfer fragen könnte. Ja. Aber aufgrund, da ich auch schon Traktorführerschein besitze, müsste ich eigentlich damit ganz gut zurechtkommen. Zum Glück fragt dich ja später auch keiner mehr, Alter, wie oft bist du denn bitte durchgeflogen? Fragt dich keine Sau mehr. Nun gut, willkommen zu einer Folge von Mario Kart, bevor ich die Begrüßung komplett verwerfe. Sollte mir nicht passieren. Ja, ich habe mir gestern ein bisschen Feedback zu meinem ersten Podcast geholt. Ich dachte ehrlich gesagt, der kommt überhaupt nicht gut an, oder zumindest guckt ihn keiner. Und ja, bin da anscheinend dem Gegenteil entgegengekommen, denn der ist nicht nur verdammt oft für meine Verhältnisse geguckt worden, sondern auch sehr gut bewertet worden. Ich war wirklich froh darüber. Und natürlich heißt das jetzt nicht, ich werde jetzt da dementsprechend mich auf Podcasts fokussieren und nur mal das bringen, weil es jetzt gut ankommt. Nee, nee, nee. Der nächste wird voraussichtlich, sage ich jetzt mal, 17. oder 18. Dezember. Natürlich, am Anfang mache ich ihn logischerweise mehr, da ich gerade einfach Bock darauf habe. Später wird es wahrscheinlich eh nur mal alle zwei Wochen oder irgendwann so sein. Gut, und ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu labern und konzentriere mich mal hier aufs Rennen. Ich bin die ganze Zeit schon Schlusslicht, damit kann ich nicht leben. Ich möchte hier ein paar Punkte abstauben, also bitte. Glücklicherweise ist jetzt der schwarze Yoshi komplett weg. Hohoho, aber ich will nicht wissen, wenn der jetzt einen Kugelwilli bekommt, was da wieder los ist. Der saust an mir vorbei, snackt mich wahrscheinlich die Bude weg und dann war's das mit mir. Mit einem Stern komme ich auch nicht unbedingt weiter. Okay, nee, nee. Der macht alles falsch da hinten. Na, jetzt hat er einen Kugelwilli. Ach komm, genau auf Ruf. Schnell aber. Nein, was soll ich denn mit einem blauen? Das ist nicht nett. Du Homo! Oh Mann! Alter, war das schon mal ein guter Start. Minus 18. Ach, du liebe Neune, was haben dann bitte die anderen zwei Rennen noch zu bieten? Der Polarkreisparcours. Irgendwie kommt es mir vor, dass wir nur einseitige Strecken haben. Also, entweder nehme ich wirklich immer nur dann auf, wenn ich genau immer die Strecken bekomme, die eh schon immer in den Folgen sind, oder ja, keine Ahnung. Denn wenn ich jetzt offscreen irgendwie zocke, dann ist eine schöne Streckenvielfalt. Ne. Sobald die Aufnahme läuft, kommen irgendwie nur die typischen Strecken. Polarkreis, F-Zero, was weiß ich, Regenbogenboulevard muss ich auch schon inzwischen nennen. Leider. Ich hoffe mal, die kommt heute nicht. Wie groß ist die Chance, dass jetzt Regenbogenboulevard dann kommt? Ich meine, ich sage ja schon, heute nur drei Rennen. Wäre kacke, aber vielleicht wird es dann wieder so gut werden wie die letzten zwei Male. Da bin ich ja erst und zweiter tatsächlich geworden auf Regenbogenboulevard. Verstehe ich bis heute nicht, wie das Phänomen zustande kommt. Gut, jetzt bin ich erster. Leider ist das nur eine Momentaufnahme. Das wird zumindest nicht so bleiben. Nein, geh weg. Fick dich. Ja, genau. Ha. Der war schlecht. Nein, da schießt die Brustblume. Nicht auf mich. Keinen Bock. Ja, geil, jetzt von hinten. Woher denn noch die Feuerbälle? Ich tue euch die ganze Zeit gar nichts. Okay, den einen, der was gerade vorhin vorne war. Der, was jetzt auch noch vorne ist. Da, okay, aber der wird mich hassen. Aber die anderen, denen habe ich bis jetzt noch nichts getan. Nee, ich bekomme trotzdem eine Abreibung. Gut, dritter. Ah, blauer. Zieh mir vorbei, ja, genau. Jetzt habe ich wieder die Chance, erster zu werden. Schnell rüber über die Rampe. Zack! Roter hinterher. Bam! Und der nächste. Ah, verdammt, die wehren das noch ab. Und der Cooper ist anscheinend nicht stehen geblieben. Der nervt mich weiterhin. Ihr verdammten Japaner, bitte, lasst euch doch mal treffen. Den Pilz behalte ich mir jetzt trotzdem. Sollte ich einen Item-Abfuck bekommen, dass ich... Oh, Tröte. Schnell nach vorne. Jetzt ist die Chance da, jetzt ist die Chance da. Komm.
Ja! Komm! Jawohl, Tröte! Jawohl! Es hat funktioniert! Wiedergutmachung, 31 Punkte. Jawohl! So ein Erfolgserlebnis brauchst du auf jeden Fall in den Folgen. Gut, bin gespannt, ob wir das halten können in der letzten Runde. Ich spüre jetzt schon so richtig den Rachefeldzug meiner Kontrahenten. Die werden mir das nicht gönnen, dass ich jetzt ausgerechnet Erster geworden bin. Stimmt, ich habe übrigens meine Kombination gar nicht verraten. Ich fahre heute wieder mit meinem One-Up-Bike, halt nur in Rot, weil ich halt Knochenbowser spiele. Und ja, die orangenen Reifen. Die haben ein wirklich mega geiles Tempo drauf. Gut, roten für dich. Jawohl, da ist er weg. Haha, portet sich wieder her. Ist das denn ernst? Achso, stimmt ja, Japaner. Japaner mit ihrer Leitung. Die sind natürlich unberechenbar. Wäre aber schon ganz cool, wenn wir jetzt noch so einen geilen Abschluss bekommen. Ich meine, das mit der Polarkreisstrecke jetzt gerade, dass der Typ da einfach nicht über die Schanze fährt, obwohl der das ja eigentlich riechen könnte, dass ich darüber fahre. Ne? Ist dem anscheinend egal gewesen. Gut, roten für dich. Let's go. Ah, jetzt hat er wieder Schutz. Kann er nicht Münzen bekommen? Münzen. Werde reich durch Münzen, aber nicht durch irgendwelche Bananen. Noch dazu, weil du die jetzt wahrscheinlich auf der Schanze hinwerfen kannst. Auf das habe ich keine Lust. Gut. Ne, ich bekomme natürlich Münzen. Ich bin reich genug, könnt ihr mir glauben. LOL, was war denn das? Da ist gerade ein Grüner mit Schallgeschwindigkeit bei mir geflogen. Hoho! Hätte mich der getroffen, ich wäre erstmal weg gewesen. So, jetzt aber, jetzt habe ich dich. Keine Chance mehr, doppelter Roter. Ja, jetzt habe ich ihn. Gut, vorne. Schnell ein Doppel-Item snacken. Damit mir die Platzierung... Och, jetzt ist wieder einer neben mir. Hat er mich jetzt überholt? Ja. Bam! Bist du mies? Du bist auch mies, ja. Ich hab dich auch gerne. Hui! Ich glaube, den habe ich sogar getroffen, noch knapp. Boah, jetzt concentrated. Ich weiß, ich rede heute nicht viel. Zum einen, ich bin wirklich mit den Gedanken voll beim Führerschein. Und zum anderen, ich bin hier gerade komplett concentrated. Ich möchte hier noch eine gute Platzierung mitnehmen. Dass ich ja nicht nach der Folge im Minus bin. Oh ja, getroffen. Pflanze. Kommt der Blaue. Pflanze trifft sich natürlich gut. Ich habe einen Pilz, ich habe einen Pilz. Komm, komm, komm. Durch, durch, durch. Durch. Nein. Die Pflanze hat sich natürlich wieder extra Zeit gelassen. Jetzt hat es mir die Pflanze gekostet. Sonst wäre ich jetzt Zweiter. Ach, schade. Naja gut, kann auch passieren. Aber so schlimm war es das jetzt auch wieder nicht. Nun gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Sorry wirklich für die kurze Folge. Ich hoffe, ich schaffe den Führerschein. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.